Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. In der letzten Folge haben wir gegen Wächter gekämpft und uns zwei neue Multitools geholt. Und jetzt werden wir erstmal, wie rechts unten zu sehen, das Computerarchive sind wieder fertig. Gucken, wo uns diesmal jetzt dann hinschickt. Wir die Quest als erstes machen. Danach werden wir uns mit unserem Frachter erstmal Richtung Galaxie mit der etwas bewegen. Und gucken, ob was wir noch für Planeten finden, die wir noch nicht kennen. Und diese oder nächste Folge werden wir dann die Atlas-Mission einmal vollständig erledigen. Aber erst kommt jetzt das mit den Archiven. Und wir müssen ja auch noch eine Siedlung finden. Gucken, wo er uns hinschickt. Wir können ja auf dem Weg Richtung Galaxiemitte nach einer Siedlung Ausschau halten. Also zumindest nach einem Planeten, der einigermaßen geeignet dafür ist. Ah, und dem nehmen wir nicht wahr. Gucken, ob das schon jemand vor uns entdeckt hat. Kann ja jetzt nicht wahr sein. Mal schon wieder ein Frachterkampf. Frachterkampf mag uns. Können wir mal schauen, was das hier für ein Frachter ist. Nein. So, das ist sogar ein großer. Wir können uns den ja mal angucken, was der für eine Farbe hat. B-Frachter. Wir haben ja schon einen S. Da ist der Captain. Ah, der ist gar nicht schwarz, wie ich zuerst dachte, der ist so grau. Nehmen wir jetzt erstmal die Bezahlung. So, dann können wir jetzt zu unserer Quest. Achso, jetzt hatte ich gar nicht drauf geachtet. Haben wir die jetzt entdeckt oder? Ja, haben wir entdeckt. 2, 4, 6. Dann bewegen wir uns Richtung Quest und scannen das Gebiet auch gleich mal. Aggressive Wächter, da schickt er uns hin. So, also. Cool. Der Planet wird überhaupt nicht angezeigt.
überhaupt eine angezeigt? Nö. Superradar. Trotziger Planet. Rasselnder Planet, okay. Den da hinten. Haben wir wohl nicht erfasst, wa? Oh, doch, da. Ein winterlicher Mond. Sehen wir hier jetzt noch irgendeinen? Ja, da müssen wir hin. Oh. Also ohne Radar ist das dann doch ein bisschen schwierig. Senkend heißer Planet, okay. Keine Ahnung, was jetzt mit unserem Radar ist, weil ausgebaut haben wir ja nichts. Ist alles noch eingebaut, so wie es soll. Holen wir uns jetzt lieber erst den Teleporterpunkt. Wir können das System ja direkt umbenennen. Und dann ab zu den aggressiven Wächtern. Hoffentlich lassen sie uns in Ruhe. Obwohl, so schlimm wäre jetzt auch nicht. Wir haben ja jetzt ein cooles Multitool. Ach, wir müssen auf den Planeten. Okay. Ungefährer Standort. Das heißt, wir scannen wieder mit. Sobald wir in der Nähe sind. Hier da hinten. Hier ist auch ein Gebäude. Ist es vielleicht das hier? Also draußen liegen wieder Eier, ja. Das ist das Gebäude hier. Neuer Sektor. Da schweben schon wieder verborgene Daten. Was ist da denn? Oh, wie Tino. Naja, hier gibt es ja aggressive Wächter. Das heißt, hier gibt es wieder sehr viele Gravitino-Bälle. 8 Kreaturen gibt es hier. Irgendwelche Vögel. Scheint jetzt nicht hier in der Nähe welche zu geben. Ja, nur 2 Spezies in der Nähe. Okay. Dann gucken wir, ob die jetzt langsam mal fertig wird, die Quest. Ah, cool. Das Ding kann uns angreifen und wir können es nicht töten. Auch cool. So, mal sehen. Wir sehen, wie die Wächter durch die Leere schwärmen, sich auf den Befehl einer unbekannten Macht in diese Dimension hinein und wieder hinaus, wieder aus ihr herauswarpen und die Echos der Toten in den Archiven verstauen. Laylabs tut es den anderen nicht gleich, er starrt mich einfach an und sein Licht leuchtet dabei unverändert, das beruhigt mich. Ich durchsuche den physischen Speicher, der mit dem Terminal verbunden ist. Wer auch immer diese Nachricht aufgezeichnet hat, hat auch eine Technologie hinterlassen. Ach, wer weiß, wie lange wir jetzt warten müssen. Also diesmal steht kein Zeit-Countdown dabei. Das heißt, wir könnten uns zurück teleportieren über die Basis.
also über die Raumstation. Oder wir können auch direkt einfach zurückspringen. Landen und dann gucken, wo er uns wieder hinschickt. Also langsam müsste die Quest ja beendet sein. Da ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Vielleicht finden wir ja auf dem Weg zu einer Siedlung einen paradiesischen Planeten, der mal nicht gelb ist und aussieht wie ein riesen Weizenplanet. Und dann können wir da einfach die Mission der Siedlung neu starten. Uns dann um die Siedlung, die sich dort befindet, kümmern. Ah, wir haben ja auch noch Pflanzen angebaut für den Pflanzenheini und seiner Quest. Können wir ja danach aktivieren, damit die hier angenommen haben. Einmal speichern. Oh, stand in der Lampe. So. Die Aufgabe ist echt leicht nervend. Es schickt einen immer einfach so in irgendein anderes Sternsystem. So, wenn wir jetzt hier schon sind. Landwirtschaft. Magenkrampfblumen anpflanzen und ernten. Oh, eine gibt echt 25. Also hätten wir uns die anderen sparen können. Aber gut, wir wussten nicht, wie viel die uns gibt. Daher ist es sicherer, lieber ein paar mehr anzupflanzen. So. Nächste Basis-Computer-Aufgabe. Ist wahrscheinlich wieder auf dem ätzenden oder Säureplanet oder so. Also immer zu dem Gebäude mit den Eiern. Ja, da waren wir ja eben. Okay, er schickt uns zweimal ins selbe System. Hoffentlich nicht auch exakt zur selben, zum selben Gebäude. Was für ein Fehler im Spiel ist denn das hier bitte? Verstehe es nicht. Also wir können jetzt einfach jedes Mal, wenn wir hier hinspringen, uns den Frachter angucken, ganz in Ruhe. Obwohl wir den Frachterkampf in dem Sinne ja beendet haben, weil wir uns die Belohnung geholt haben. Aber auch cool. Ging halt noch eine Belohnung. Ist aber wieder ein B-Frachter, also. Neuer Anleitungseintrag, Frachter. Noch schon ein. Jetzt wird das Spiel aber komisch. Noch ein anderer Captain. Dem war er rot. So, so kann man das natürlich auch machen. Jetzt könnten wir zurückspringen, wieder hierher springen und uns jedes Mal wieder eine Belohnung holen. Bisschen seltsam. Falls ihr das auch schon hattet, könnt ihr das ja gerne schreiben. Weil sonst, wenn du einfach neu lädst, ist ja der Frachterkampf wieder da. Aber wenn du die Belohnung annimmst,
dein System verlässt, müsste der nächste ja erst auf sich warten. 5 Warpsprünge oder 3 Stunden oder beides zusammen sogar. Und dass wir jetzt zwei direkt hintereinander hatten, obwohl wir die Belohnung angenommen haben, schon faszinierend. Scheint echt dasselbe Gebäude zu sein. Okay. Ja, wir haben doch nicht neu geladen, gar nichts. Das ist doch auch umbenannt worden schon. Ja. Also wir waren ja eindeutig eben gerade hier. Oh ja, mal gespannt. Versuch, Erinnerung beizulesen. Er stand über mir, als ich aufwachte, plapperte vor sich hin und seine Augen waren irgendwie zwischen Schrecken und Freude gefangen. Er war der größte Gag, den ich jemals gesehen hatte, aber das Geheimnis war schnell gelöst. Er fragte mich nach dem Imperium. Nach unserem Imperium. Er wollte wissen, ob die Erstgebrüteten noch immer von ihm sprachen. In seinem früheren Leben besaß er nämlich hunderte Korvax-Sklaven. Er erinnert sich nicht, wie er an diesen Ort gekommen ist. In seinem Gesicht wimmelte es vor Nanit. Er ist allein. Ich durchsuche den physischen Speicher, der mit dem Terminal verbunden ist. Wer auch immer diese Nachricht aufgezeichnet hat, hat auch eine Technologie hinterlassen. Das ist ja nun immer dasselbe. Jetzt müssen wir wieder zurück. Und dann höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten, einfach exakt hier wieder hinzukommen. Ich bin mal gespannt, ob dann wieder den Frachterkampf gibt. Dürfte ja eigentlich nicht sein. Dann springst du einfach ins System. Wenn es nicht der richtige Frachtklasse ist, die du haben willst, springst du wieder raus und springst halt wieder rein. Und holst dir immer die Belohnung. Kannst das mit dem Neuladen einfach überspringen. Wäre auch seltsam. Dann bekommst du in einer Tour Belohnung und dann den Frachter in der Klasse, in den du haben möchtest. Also wie doppelt belohnt werden. Das Gefühl, trotz Upgrades ist unser Schiff ein bisschen langsam. So, mal gucken, ob er uns exakt da wieder hinschickt. Ins All. Und dann sehen wir ja jetzt. Dann scheint ja irgendwas nicht zu stimmen. Also es war immerhin ein anderer Text beim zweiten Mal jetzt bei der Quest. Also die scheint ja weiterzuführen, die Quest. Nur ist ein anderes System. So, da springen wir gleich hin. Testen jetzt einfach mal, jetzt hier immer noch der Frachterkampf aktiv ist. So sollte das eigentlich nicht sein. Ist nicht wahr. Wie habe ich das schon wieder hingekriegt? Sind denn die
blöden Piraten eigentlich hin? Eigentlich tauchen hinter mir mal zwei auf. Ah. Ey, warte mal da hinten. Ist doch jetzt. Also hier stimmt doch was nicht. Der unendliche Frachterkampf. Müssen wir uns das System ja mal merken. Jedes Mal, wenn wir hinspringen. Gibt's eine Belohnung. Weil wir vielleicht ja wissen. Wenn die Belohnung angenommen wird. Doch, hier ist mal selbe Frachter. Jetzt steht oben auch wieder. Also er denkt wirklich scheinbar, wir sind das erste Mal hier. Wir haben doch die Belohnung jetzt schon zweimal angenommen. Und damit ist der Frachterkampf eigentlich beendet. Jetzt ist er auch wieder rot. Also jetzt haben wir das dritte Mal. So kommt man natürlich auch den Ruf hoch bei den Korvax. Das ist schon seltsam. Will was? Cool. Wird uns direkt doppelt geportet. Also ist diesmal ein anderer Spielfehler. Wir bekommen immer eine Belohnung, aber der Frachter bleibt immer derselbe. Blaue und gelbe Schiffe gibt es hier, okay. Oh, oh. Ob nicht in dem anderen System jetzt nicht auch ein Frachterkampf? Scheint nur das System einen kleinen Fehler da zu haben. Ja, hier ist keiner. Weil er ja beendet ist eigentlich. Ach so, Mist, waren wir jetzt hier schon? Okay. Also jetzt gerade von uns entdeckt. Verlassener Planet. Ja, wie kann das... Dutchfoto 81 hat den entdeckt. Verlassener Planet. Planet mit hoher Energie. Auch von Dutchfoto. Auch von Dutchfoto. Und auf dem war er nicht. Hier steht, ich habe das entdeckt. Und ich kann es umbenennen. Naja. System hat sich kampflos ergeben, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie scheint irgendwas nicht so zu stimmen heute. Hyperborelischer, europäischer, kann ich mich aussprechen. Erst funktioniert unser Scanner nicht, dann können wir den Frachterkampf so oft machen, wie wir wollen und kriegen jedes Mal eine Belohnung. Jetzt können wir Systeme umbenennen, die schon entdeckt sind. So, warte, das war ja wieder nur ein ungefährer Standort. Gebäude, 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 Gebäude. Das ist echt, unser Scanner ist hinüber. Er zeigt die Gebäude einfach nicht an. Neue Entdeckung. Sehr seltsam. So, da ist das Terminal. Da es ein anderes Terminal ist, müsste es jetzt ja auch wieder eine andere Mitteilung geben. Also, wir drei reisten zum Zentrum. Der Wächter, der Erstgebrütete und der Reisende. Alle
Kinder des Atlas, alle in der Hoffnung, in der Leere Antworten zu finden. Der Erstgebrütete redete unaufhörlich und verherrlichte sein grausames Leben voller Gewalt und Schmerz. Eines Nachts sang er ein Lied, eine Geschichte über ein verlorenes Volk, von einer Armada von Frachtern, die aus dem Abgrund flüchtete. Von einer Welt, in der sich die Wächter gegen jedes lebende Wesen wandten und sich alle innerhalb weniger Momente besiegten. Laylabs zeigte nicht das geringste Verständnis. Er verließ uns nicht, gab uns aber auch keine Erklärung. Vielleicht hatten die Wächter recht. Ja gut, jetzt kriegen wir wieder eine Technologie. Hier ist was. Geld. Neues Wort wäre mal wieder schön. Aber kein Terminal. So, dann. Zwei Kreaturen direkt mal scannen. Da ist einer und. Ist noch einer. Ist denn das der kleine dicke Yeti? Hirsch. Oder was? 61. Müssten wir ja sehen. Das Landkrabben. Aber neuerdings haben die Welten es nicht so mit Fliegetieren, ne? Doch, oh, die hier gibt's welche. So. Natürlich kommt jetzt ein Wächter, war ja irgendwie klar. Dann holen wir uns noch den Teleportpunkt wieder, weil wir waren ja hier noch nicht. Er ist in der Richtung da. Wir scannen gleich mal den Planeten da vorne. Er sieht nämlich von außen sehr friedlich aus. Aber es dürfte ja in dem System keinen geben. Unbekannter. Das kann doch gar nicht sein. Super kritischer Planet. Gab's doch hier überhaupt nicht. Oder? Eurig? Was echt jetzt? Guck mal. Der ist jetzt von uns entdeckt. Warum das denn? Eurig? Verlassen? Hyperborisch. Hier steht auch super kritisch. Also, das kann nur der eine sein. Der nicht entdeckt ist. Isotropischer. Was ist zum Henker? Hier sind ganz andere Planeten. Was ist denn hier denn noch? Auf dem da hinten? Ne, auf dem waren wir nicht. So, gucken. Das ist der Unentdeckte. Hat ja dieselbe Farbe. Trostlos. Da waren wir eben gerade. Und das ist ein super kritischer Planet. Ich würde glatt behaupten, das Sonnensystem hier ergibt keinen Sinn. Naja. So, wir werden jetzt den Teleport auch direkt nutzen. Müsste schneller gehen. Und dann gucken wir, in was für ein seltsames System uns der Basiscomputer jetzt schickt. Das ist wie mit den Tieren, die nicht existieren.
die wir gesehen haben, gescannt haben, aber nicht hochladen konnten, weil sie nicht existieren. Alles sehr seltsam. Ich glaube, seitdem wir in Eisentam in der anderen Galaxie waren, seitdem existieren wir. Und alles andere in der Euklid-Galaxie scheinbar nicht mehr. Jetzt wären wir jetzt zwar hier, aber irgendwie auch nicht. Oder wir haben die Dimension gewechselt. Eigentlich sind wir überhaupt nicht hier. Wir können mit den Sachen interagieren, aber das ist auch alles. Eine sehr faszinierende Sache. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Auf jeden Fall, so hält sich das Spiel auch spannend, muss ich ja sagen. Immer vor neue Rätsel stellen. Ah, guck mal, wir fliegen wieder auf den exakt selben Planeten, auf dem wir schon zweimal waren. Dann müssten wir jetzt ja eigentlich eine Frachterbelohnung bekommen. Ja. Wir kriegen eine Frachterbelohnung. Das ist doch aber sehr nett. Gar nicht nötig gewesen, aber wenn sie möchten, wir nehmen das schon gern dankend an. So sind wir ja nicht, ne? Also. Und sollten wir das nicht annehmen? Deren Laser gerade auf mich geschossen? Obwohl, ich gebe Vollgas. Das wird echt sehr langsam vor so einem Frachter. Wir kriegen mit der Quest gratis Frachterkampf. Jedes Mal. Echt cool. Ist es ein C-Frachter geworden? Und ist es scheinbar unser erster Frachter, den wir jemals sehen? Ich denke mal, das hat mit der Galaxie Eisentam zu tun. Die Galaxie oder das Spiel denkt ja jetzt, wir haben keinen Frachter, das ist unser erster Frachterkampf, wir sehen zum ersten Mal einen Frachter. Sonst würde er nicht links oben jedes Mal einblenden, dass so ein neuer Eintrag verfügbar ist. Aber naja, wenn uns die Quest in das Gebiet hier schickt, kann man sich auch direkt die Belohnung abholen. Faszinierenderweise landen auch jedes Mal andere Schiffe. Aber das haben wir richtig cool gemacht. Wir sind mysteriöserweise in eine andere Galaxie schon gekommen. Und als wir wieder zurück waren, waren wir etwas anderes. Sehr faszinierend. Oh, guck mal, wir müssen zu diesem Gebäude. Ich werde so nochmal angeflogen jetzt. Warum können wir die Daten nicht eigentlich beim ersten Mal runterladen? So alle. Wenn er uns noch 10 Mal hier hinschickt, wäre es einfacher, sich einen Teleporter hier hinzustellen. So, was gibt's diesmal? Der Erstgebrütete kämpfte tapfer, aber es gab keine Rettung. Das Nanit hatte seinen Platz ins Innere gefunden und drang durch jede Pore, jedes Glied und jeden Gedanken nach außen. Und dann war es vorbei. Er verließ uns mit der Familie aus Glas für immer, verloren in dieser Welt, während seine Geschichte endete. Ich wagte mich
sollten weiter. Wir hatten es fast geschafft. Also die Geschichte scheint bald zu Ende zu sein. Wenn wir das jetzt... Echt jetzt? Also immer wenn wir ein System verlassen, betreten, alles setzt sich zurück. Cool. Echt faszinierend. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir das Spiel ausgetrickst oder hat unser Spiel ausgetrickst? Oder haben wir einen versteckten Geschichtsdrang entdeckt? Durch Zufall. So wie ein Easter Egg. Oder ist das völlig normal? Könnt ihr ja gerne mal schreiben, ob das vielleicht bei jedem so ist. Aber wir können auch Gebiete umbenennen, die schon entdeckt sind, also. Etwas verwirrt. Wir nehmen jetzt einfach den Teleporter. Dann müssen wir nicht immer auf unserem Planeten landen. Ich sag mal, cool wäre es, wenn das nicht zum eigentlichen Fortschritt gehört, dass sowas möglich ist und funktioniert. Aber naja, wenn es bei jedem ist, cool ist trotzdem, also. Aber dann hätte man sich von vornherein die Mühe mit dem Umbenennen sparen können. Oder mit der Frachtersuche. Man hätte ja einfach nur die erste Hauptmission spielen müssen. Etwas weiterfliegen und dann... Zack, verlässt er die Galaxie. Oh, cool. Wir können ohne Skateboard gleiten. Ach so, nee, wir müssen erst zum Computer. Und dann, wenn du wieder zurück in deine Anfangsgalaxie kommst, kannst du Sachen, die du vorher nicht konntest. Da stellt sich einem jetzt die Frage, ist die Antwort 42? Kann man mal drüber nachdenken. Der Basiscomputer liebt dieses System. Phänomenal. Also wieder eine Frachterbelohnung. Exakt dasselbe Gebäude mit einer anderen Geschichte. Warum lässt er uns die blöde Geschichte nicht einfach direkt runterladen? Und da ich nicht weiß, wie oft wir da noch hin müssen, lohnt jetzt auch nicht wirklich dann Teleporter. Weil wenn es jetzt das letzte Mal ist oder so, eben laut Geschichte sah es ja so aus, als wäre sie gleich zu Ende. Landen, 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 landen. Leider auch nur ein Zwei-Sterne-System, also wir hier durch Zufall wegen der Quest auf S treffen, ist sehr unwahrscheinlich. Die variieren nicht mal in den Größen. Ist es immer der B mit exakt derselben Größe oder der C jetzt mit exakt derselben Größe? Und links oben neuer Frachter, also neuer Katalogeintrag. Mal eben kurz zu sehen. Ja, wo ist denn jetzt? Ah. Ja. Oh. Auf der anderen Seite rausgekommen. Wieder eine Bezahlung und Ruf. Also den Kovacs-Ruf haben wir bald voll. Gute Quest eigentlich, muss man ja sagen. Nicht viel gemacht und der Ruf ist gleich voll.
gucken, was uns jetzt für Schiffe entgegenkommen. Grün, blau, blau. Und was auch immer das da ist. Türkis oder so? Also wir fliegen mal zu dem Gebäude, wo wir heute überhaupt noch nicht waren. So mal. Das Spiel ist wirklich echt gut. Man entdeckt immer neue Sachen. Und das ist völlig egal, wie lange man schon spielt. Ich will mal so rumfliegen. Und dann sehen wir bestimmt das Gebäude nicht. Oh doch. Ich würde jetzt vermuten, also wir landen mal hier und gucken, ob es dieses Gebäude ist. Ich stehe direkt vor der Tür, das ist ja cool. So, bin gespannt, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Die Adler Schnittstelle war still geworden, seine Kugel abgekühlt und nahezu ergraut. Die Computer reagieren nicht, nichts reagierte. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis ich merkte, dass Laylabs verschwunden war. Ich war allein. Was war denn das jetzt für eine Weiterführung der Geschichte? Warum war er jetzt auf einmal allein? Wie kann man das nicht mitkriegen, dass einen so ein Wächter nicht mehr verfolgt? Okay, wir haben noch eine weitere Mission. Gut, ich dachte, wir sind fertig mit so einem Spoiler. Also. Die faszinierendste und seltsamste Quest ever. Es liegt aber bestimmt zum Teil daran, dass wir einen Galaxiesprung ohne Raumschiff gemacht haben. Dabei sind bestimmt die Dimensionen verschwommen oder verrutscht oder so. Wer weiß, wo der Atlas uns eigentlich hingeschickt hat. Hier waren wir wahrscheinlich vorher überhaupt nicht. So. Am besten wieder einen Teleporter nutzen. Ist aber auch irgendwie ein bisschen gemein, du benennst es, also du entdeckst das Gebiet und irgendeiner, der es nach dir entdeckt, entdeckt es neu und kann es umbenennen. Aber naja, ist ja wie in einem Krieg und bei einer Kapitulation, dann kann man das Gebiet auch umbenennen. Das ganze Sonnensystem hat sich freiwillig dem Imperium unterworfen, also soll mir recht sein. Bin ja gespannt. Schickt er uns ein anderes System nochmal? Einmal waren wir ja schon. Oder kriegen wir wieder... Also, was stimmt hier mit diesem Teleporter nicht? Oder schickt er uns wieder zu diesem Frachterkampf? Wir haben das Gebäude extra hoch genug gebaut. Trotzdem landen wir überall. Nur nicht vom Teleporter. So. Annehmen und dann direkt so ein Schiff. Mal gucken. Kriegen wir wieder die Frachterbelohnung oder ein anderes System, was überhaupt nicht existiert. Oder doppelt existiert. Die eigentliche Frage. Sind die Frachter hier auf einmal türkis? Ist, so, wo geht's hin? Es geht da wieder hin. Das heißt, wer weiß es? Wir kriegen eine Frachterbelohnung.
Und wir lernen einen Frachter kennen, weil es ist ja unser erster Frachter. Wir haben noch nie zuvor einen gesehen und einen betreten. Es ist wirklich, als würde sich das Spiel selbst zurück, also das System zurücksetzen, wenn du eine Galaxie verlässt. Nein, oh, Dieses automatische Anvisieren ist aber auch nicht so immer manchmal. Ich würde ja denken, wir springen durch die Zeit, ohne durch die Zeit zu springen, aber das ist es ja nicht. Wir bekommen ja jedes Mal eine Belohnung. Obwohl, warte. Wenn wir... Oh, jetzt habe ich ihn gar nicht gescannt. Boah, jetzt ist das ein Nahfrachter, ich gehe kaputt. Die Belohnung annehmen. Mit der Belohnung aber durch die Zeit zurückspringen. Und dann wieder hierher fliegen. Kriegen wir ja die Belohnung wieder und die kennen uns überhaupt nicht. Also, was hat der Atlas mit uns gemacht? Also wir können ohne neu laden, weil das wäre ja nicht das Richtige, also das, was man meint. Guck mal, vorhin waren wir 6, jetzt sind wir schon 7. Weil es hat ja den Anschein, als würde er durch die Zeit springen, ohne das Spiel neu zu laden. Also zurückzusetzen, in dem Sinne. Cool ist ja immerhin schon, dass sich der Planet nicht jedes Mal ändert. Also wenn ihr dazu eine Erklärung habt, vielleicht gehört das einfach zum Spiel. Könnt ihr gerne kommentieren, ob euch sowas ähnliches passiert ist, falls das nämlich nicht zum Spiel gehört. Wäre sehr interessant. Wäre ja keine Erfahrungswerte jetzt so. Müsste man ja jeden fragen, der es jemals gespielt hat, so. Habe ich ja leider noch nicht. Das bei jedem gleich war oder weil vieles ja auch immer anders oder man sieht andere Sachen. So, mal gucken, was jetzt ist. Ich hörte die Musik heute Morgen wieder. Dasselbe Signal, das mich zu dieser Welt geführt hatte. Ich blieb stehen und hörte zu, stellte meine Instrumente ein, um die Quelle zu finden und erwartete ein anderes Ergebnis. Aber welchen Nutzen hatte die Wissenschaft hier? Was nützen die Gebete von Daten, wenn ein Computer brennt? Jetzt wird's ein Rätsel. Okay. Dann teleportieren wir uns wieder und machen dasselbe nochmal. Und sind wir in einer Zeitschleife gefangen. Würde keinen Sinn ergeben. Die Geschichte ist jedes Mal eine andere. Also kann es auch kein, also kann keine Zeitschleife, kein Zeitsprung sein. Weil die Geschichte sich ja immer verändert. Erlebt vielleicht der Frachter den Zeitsprung und gar nicht wir? Dass der immer zu diesem Ausgangspunkt hierher zurückgelangt. Sehr verwirrend. Ich würde aber erstmal sagen, mit der Verwirrung reicht's für heute. Schon wieder so lange. Dann müssen wir jetzt die Basiscomputer-Mission leider nächstes Mal fortsetzen. Die scheinbar ja ewig weitergeht. Wo ist sie? Ja. Steht leider kein Fortschritt bei. Aber witzig ist ja auf jeden Fall. Wir landen ja jedes Mal wieder hier. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich und seid genauso verwirrt.
Vielleicht auch nicht und ihr erkennt die Antwort. Dann lasst sie mich gerne wissen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.